5 Uhr morgens. Irgendwo im hintersten Winkel Brasiliens. Daniel Mancia steuert seinen Reisebus durch das Amazonasgebiet. Der Busfahrer ist Spezialist für lange Routen. Er sitzt 5 Tage und mehr am Steuer. Im Wechsel mit seinen Kollegen. In ganz Südamerika. Überall zwischen Atlantik und Pazifik. Ich habe mal ausgerechnet, wie viel ich schon gefahren bin. Also, ich fahre ungefähr 20.000 Kilometer im Monat. Das macht dann bei 12 Monaten im Jahr und 34 Jahren als Busfahrer etwas mehr als 8 Millionen Kilometer. Ich bin also schon 20 Mal zum Mond gefahren. Da haben sich über die Jahre einige Kilometer angesammelt. Du bist also ein Astronaut. Ich bin sowas wie ein irdischer Astronaut. Mit einigen tausend Kilometern auf dem Buckel. Quer durch Südamerika führt eine 6.300 Kilometer lange Straße. Die Transozeanica. Ein Linienbus verbindet Rio de Janeiro mit Lima. Die Route führt vom Atlantik durch den Amazonas-Regenwald und die Anden bis zum Pazifik. Mit der neuen Straße verbinden sich große Hoffnungen. Südamerika wird mit der Transozeanica immer kleiner. Überwältigende Natur. Und ihre Bedrohung. Ich glaube, dass hier in 100 Jahren noch nichts wächst. Die Reise dauert 4 Tage, wenn alles glatt läuft. Die Leute hier haben alle Angst, dabei sollten die anderen Angst haben. Doch keine Busfahrt ist wie die andere. Du weißt, wann du abfährst, aber nie, wann du ankommst. Die Reisenden sind in Rio de Janeiro gestartet und haben schon über 4000 Kilometer hinter sich. Gerade durchfahren sie den brasilianischen Bundesstaat Acre. Bis zur peruanischen Grenze ist es nicht mehr weit. Die Region ist die abgelegenste Brasiliens. Nur 5 Menschen leben hier pro Quadratkilometer. Die Reisenden fahren durch eine menschenleere Gegend. Über eine Straße, die fast niemand benutzt. Die Verbindung von Rio de Janeiro nach Lima ist die einzige internationale Busverbindung auf dieser Strecke. Die peruanische Busfirma Ormenio ist spezialisiert auf lange Routen. Oscar Vasquez hat die Jungfernfahrt auf der Strecke organisiert. Acre müsste mehr Austausch mit Puerto Maldonado in Peru haben. Hier fährt kaum jemand. Dabei müsste es viel mehr sein. Die Transozeanica wurde genau dafür gebaut, für den Handel. Aber es scheint, als fehlt da einfach der politische Wille. Die Regierung könnte das mehr vorantreiben, Werbung machen. Von hier könnte eine Firma doch Zwiebeln oder Knoblauch nach Arequipa in Peru bringen. Und in Cusco könnten sie Fleisch oder Soja von hier verkaufen. Oder man könnte die brasilianischen Produkte zum Pazifik bringen und von dort exportieren. Genau dafür wurde die Transozeanica doch gebaut, um den Handel zu stärken. Ich glaube aber, dass die neue Straße bis jetzt noch nicht so erfolgreich ist, wie man sich das vielleicht wünschte. In Peru, auf der anderen Seite der Grenze, führte die Straße vor allem zu Zerstörung. Tausende illegale Goldwäscher holzen an ihrem Rand den Regenwald ab und graben den Boden um. Auch in Brasilien führte die Straße vor allem zu mehr Rodungen. Die Menschen in Acre leben vom Wald. Doch der Transport der Stämme über die Transozeanica wäre zu aufwendig. Sie werden stattdessen auf Flüssen per Schiff exportiert.
Vor über 100 Jahren gehörte die Region noch zum Nachbarstaat Bolivien. Brasilianische Großgrundbesitzer annektierten im Jahr 1899 Acre, dann für Brasilien. Sie zwangen die Bewohner, Kautschuk zu suchen. Noch vor 30 Jahren wurde hier der Gewerkschafter Chico Mendes ermordet. Sein Tod hat viel verändert. Der brasilianische Staat fördert nun Ökotourismus, Waldschutzprogramme und er fördert die einst versklavten Kautschuksammler und macht sie zu Waldschützern. In Acre werden Kautschukbäume nicht in Plantagen angebaut, wie sonst überall auf der Welt. Sie stehen einfach so im Regenwald und werden von den Sammlern angezapft. Die Regierung bezahlt sie dafür, den Wald nachhaltig zu nutzen. So lebt die alte Tradition fort. Raimundo da Silva Pereira geht weiter von Baum zu Baum und erntet wilden Kautschuk. So machte es sein Großvater, sein Vater und nun er. Seit 30 Jahren. Den Baum hier kenne ich seit 28 Jahren, seit ich hier lebe. Als ich angefangen habe, Kautschuk zu sammeln, mit meinem Vater, haben wir immer so eine Kugel daraus geformt. Damals bekamen wir einen fixen Preis. Das war ein anderer Preis. Und als die Kondomfabrik hier eröffnet wurde, stieg er. Der Preis der Milch ist besser. Ja, wir sagen Milch zum Kautschuk. Eigentlich ist der Name anders, aber wir nennen ihn Milch. Raimundo verkauft diese Milch, wie er sie nennt, an eine Kondomfabrik. Der einzigen der Welt, die aus wildem Kautschuk Kondome herstellt. Pro Kilo bekommt er 2 Euro, das Vierfache des üblichen Preises. Auch die Fabrik wird staatlich gefördert. Noch vor 20 Jahren bekam Raimundo da Silva Pereira nur 50 Cent pro Kilo und war seinem Patron, dem Großgrundbesitzer, ausgeliefert. Früher hatte jeder Kautschuksammler einen Patron, dem er seinen Kautschuk verkaufen musste. Jedes Stück Wald hatte einen Besitzer. Und dem haben wir alles verkauft. Kautschuk, Paranüsse, alles. Wir durften es nur ihm verkaufen. Jeder hatte seinen eigenen Herrn. Er bekam unsere Ware, aber wir kauften auch bei ihm ein. Wir durften kein eigenes Gemüse anbauen. Wir mussten alles bei ihm kaufen. Reis, Bohnen, Mehl, Öl oder so Schweineschmalz in Dosen. Das gibt es heute nicht mehr. Heute leben wir viel besser. Heute können wir einkaufen, wo und was wir wollen. Es gibt so vieles, was es früher nicht gab. Heute gibt es hier Strom und eine Schule. Der Unterschied zum Leben in der Stadt ist kleiner geworden. Ich habe 4 Kinder und sage ihnen immer, dass sie den Wald schützen müssen, weil dieser Wald auch ihre Kinder und Enkel ernähren wird. Raimundo erntet zusammen mit 700 anderen Kautschuksammlern in einem riesigen Naturschutzgebiet, so groß wie die Insel Korsika. Sie bewirtschaften den Wald nachhaltig. Nach Jahren der Ausbeutung schützt der Staat die Menschen und die Menschen schützen die Natur. Möglich macht dies ein einzigartiges Projekt. Die Kondomfabrik von Chapuri. Sie liegt direkt an der Transozeanika. Aus dem wilden Kautschuk entstehen hier 100 Millionen Kondome im Jahr.
Das Hauptziel der Kondomfabrik war von Anfang an, klar, Kondome herzustellen, aber auch das Leben in diesem Staat zu verbessern. Und so auch die Lebensqualität der Kautschuksammler, der Menschen, die im Wald leben, und der Bürger der Stadt Chapuri. Vorher, in der Hochphase des Kautschuks, waren sie praktisch Sklaven. Die Fabrik ist ein wichtiger Arbeitgeber in der strukturschwachen Region. Die 100 Millionen Kondome, die hier jährlich produziert werden, entsprechen 20% des Bedarfs in Brasilien. Sie werden nicht verkauft, sondern umsonst verteilt. Zum Schutz vor AIDS und Geschlechtskrankheiten. Wir verteilen die Kondome nur an das Gesundheitsministerium. Das Gesundheitsministerium verteilt sie dann weiter im ganzen Land. Jeden Monat wählen sie eine Region aus, die die Kondome bekommt. Und so werden nach und nach alle Bundesstaaten bedient. Die Reisenden auf der Transozeanica haben die Fabrik vor einer halben Stunde passiert. Sind aber erst 20 Kilometer weiter. Die Schlaglöcher lassen streckenweise nur Schrittgeschwindigkeit zu. Wo kein Verkehr ist, interessiert sich auch niemand für den Zustand der Straße. Eine Reparatur wird es erst geben, wenn sie gänzlich unpassierbar ist. Nur wer wirklich muss, fährt auf dem 180 Kilometer langen Stück zwischen Chapuri und der peruanischen Grenze. Der Abschnitt ist eine Tortur für den Bus und die Reisenden. Mittags erreichen sie dann die peruanische Grenze. Der Bus ist eines der wenigen Fahrzeuge heute. Man reagiert bereits auf den geringen Verkehr. Wegen mangelnder Nutzung ist der Grenzposten nur von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends offen. Wer nachts kommt, muss warten. Wer tagsüber kommt, muss allerdings auch warten. Passkontrolle. Unter den Passagieren sind auch zwei Touristen aus Deutschland. Patrick und Fernando reisen nach ihrem Abitur 3 Monate durch Südamerika. Du musst eine Strafe zahlen. Muss noch jemand eine Strafe zahlen? Keine Bange, jeder kommt dran. In Europa, da reisen die Menschen freier, oder? Da musst du dich nicht ausweisen. Du hast keine Probleme an der Grenze. Aber hier ist es anders, wenn du in ein anderes Land willst. So ist das zumindest in Südamerika. Die Formalitäten dauern allein auf brasilianischer Seite 1,5 Stunden. Dann fährt Busfahrer Daniel Mancilla über die Grenze. Und schon fühle ich mich anders. Ich bin in meiner Heimat, schon fast bei meiner Familie. Das ist einfach was anderes. Ob ich mich wie ein Eroberer fühle?
Klar, ein Eroberer, der nach Hause zurückkehrt. Mit 10.000 Kilometern mehr auf dem Buckel. 10.000 Kilometer mehr al hombro. Auf der anderen Seite der internationalen Brücke liegt der peruanische Posten. Bei der Einreise wird noch schärfer kontrolliert als bei der Ausreise. Brasilien und Peru gehören unterschiedlichen Wirtschaftsräumen an. Ist das von Ihnen? Nein. Hallo. Freut mich. Die eingeführte Ware muss verzollt werden. Die Zöllner kontrollieren also jeden einzelnen Koffer. Wir suchen Handelsware. Alles, was eingeführt wird. Hat die Polizei sie schon kontrolliert? Nein. Man fragt sich halt im Theater mit alle Koffer aufmachen, rausholen aus dem Bus und ja, schon auf jeden Fall umständlich und nervig, aber müssen wir durch. Das ist immer so, wenn man nach Peru einreist. Die Zöllner kontrollieren, ob wir nicht Waren dabei haben und Einfuhrsteuer zahlen müssen. Jeder bekommt ein Dokument, um seine Einfuhren zu deklarieren. Dann werden die Steuern berechnet. Wenn niemand Waren dabei hat, so wie jetzt, ist es einfacher. Eine simple Kontrolle und weiter geht's. Dreieinhalb Stunden dauern die einfachen Routinekontrollen insgesamt. Dann kann der Bus endlich weiterfahren. Von hier sind es noch 1870 Kilometer bis Lima. Inklusive Andenüberquerung. Fast zwei Tage wird die Reise noch dauern. Die Straße auf peruanischer Seite ist in besserem Zustand als auf der brasilianischen Seite. Sie wurde erst vor 6 Jahren gebaut. Mit der Straße kamen Glücksritter aus den Andengebieten. Auf der Suche nach Gold verwüsteten sie ganze Landstriche. Zuerst holzen sie den Regenwald ab. Dann sieben sie den Boden durch. Sie benutzen dabei Quecksilber und giftige Chemikalien wie Cyanid. Zurück bleibt Wüste. Die Folgen des Goldrauschs sind vom Bus aus überall zu sehen. Illegale Siedlungen, Holzbaracken und tonnenweise Müll am Straßenrand. Die wilde Goldsuche ist verboten. Die komplette Region wurde von der peruanischen Regierung zum Notstandsgebiet erklärt, weil das Trinkwasser mit Quecksilber verseucht ist. 50.000 Personen sind betroffen. Wo früher Regenwald war, befinden sich jetzt nur Sand, tote Bäume und mit Quecksilber und Cyanid verseuchte Erde. Der Bus erreicht Puerto Maldonado, Provinzhauptstadt der Region Madre de Dios und Zentrum der Goldsucher. Die Stadt ist auch Ausgangspunkt für Expeditionen in die nahegelegenen Naturschutzgebiete. Touristen können direkt an der Transozeanica in ein Boot steigen und auf dem Rio Madre de Dios in den Regenwald fahren.
Touristenführer Freddy Loaiza hat viel zu tun, seit die Straße fertig ist. In den letzten Jahren kamen mehr Touristen. Durch die Transozeanica haben sie besseren Zugang. Früher kamen die Touristen mit dem Flugzeug. Jetzt können sie auch mit Bussen anreisen. Fahr ein wenig langsamer. So eine Straße bringt immer Gutes, aber auch Schlechtes. Die Transozeanica ist gut für die Entwicklung. Viele Sachen sind billiger geworden. Man kann hier auch viel mehr kaufen. Und wir haben mehr Touristen. Aber es gibt auch mehr Schlechtes, wie die ungeregelte Goldsuche. Man schätzt etwa, fahr geradeaus weiter. Man schätzt etwa, dass 15.000 Personen als Goldschürfer arbeiten. Goldsucher. Der peruanische Staat schätzt, dass es sogar 20.000 sind. Sie alle graben illegal entlang der Transozeanica und der umliegenden Flüsse. Immer weiter in die Naturschutzgebiete hinein. Im Norden liegt der Manu-Nationalpark, ein UNESCO-Biosphärenreservat. Er ist fast so groß wie der Staat Israel und schwer zugänglich. Touristisch bequemer erreichbar ist das Naturreservat Tambopata südlich der Straße. Es ist etwa so groß wie das Herzogtum Luxemburg, immer noch ausreichend für ausgedehnte Exkursionen. Touristenführer Freddy Loaiza bringt seine Kunden gerne auf die Isla de los Monos, die Affeninsel. Die Tiere hören auf seine Lockrufe. Heute hat er kein Glück. Die Kapuziner- und Totenkopfäffchen lassen sich nicht blicken. Dafür finden sich Spuren der Goldwäscher. Schlammrutschen, Rohre, Dieselmotoren und Müll. Wenn sie in solchen morastigen Wasserlöchern Gold finden, zerstören sie alles. Sie hinterlassen eine unfruchtbare Wüste. Die Goldwäscher suchen vor allem in solchen Wasserlöchern und von da aus buddeln sie dann weiter. Das sind riesige Flächen, 100 oder 150 Hektar groß. Eine einzige Schürfstelle. Freddy wird weiter Touristen auf die Affeninsel bringen und hoffen, dass die Goldwäscher sie nicht ganz so schnell verwüsten.
Der Reisebus aus Rio de Janeiro erreicht gegen 12 Uhr mittags Puerto Maldonado. Die Stadt liegt am westlichen Rand des Amazonasbeckens. Ganz in der Nähe der Anden. Die Reisenden müssen sich auf weitere Verspätungen einstellen. Ein Festzug durchquert die Stadt. Bei der Prozession laufen Vertreter der umliegenden Ortschaften mit. Auch die Indianerstämme aus den Reservaten der Gegend sind dabei und zeigen ihre farbenfrohe Kostümierung. Puerto Maldonado ist mit dem Gold reich geworden und gewachsen. 65.000 Leute leben hier inzwischen. Vor 10 Jahren waren es noch 10.000 weniger. Der Bus hat die Innenstadt inzwischen passiert und fährt durch ein Gewerbegebiet. Überall am Straßenrand Goldhändler und Geschäfte mit Schürfequipment. In einem der schnell gewachsenen Viertel liegt der neue Busbahnhof. Erst vor 6 Jahren ersetzte die asphaltierte Transozeanica die alte Schlammpiste. Vorher nannte man die Provinzhauptstadt scherzhaft Puerto Abandonado, einsamer Hafen. Nur wenige Reisebusse verirrten sich hierhin. Allein die Fahrt vom nur 500 Kilometer entfernten Cusco dauerte 5 Tage. Jetzt sind es 12 Stunden. Saddam Flores steigt hierzu. Er war bis vor 2 Jahren Goldgräber. Die Schlammlöcher neben der Straße waren sein Arbeitsplatz. In den Barackensiedlungen am Rand der Transozeanica wohnen seine ehemaligen Mitstreiter. Ihr Geld landet in den Kneipen und Bordellen von Puerto Maldonado. Saddam Flores hat den Absprung geschafft. Er ist auf dem Weg zu seiner Familie in den Anden. Das ganze Geld korrumpiert einen. Es gibt hier so viel Geld. Ich habe pro Tag 1.500 oder 1.200 Sol verdient, zwischen 300 und 400 Euro. Das Mindeste, was man pro Tag verdient, sind 800 Sol, gut 200 Euro. Das ist sehr viel für einen einzigen Tag. Ich konnte fast 100.000 Sol sparen. Das sind 25.000 Euro. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Am Straßenrand auch hier Wüste statt Regenwald. Sie arbeiten direkt am Rand der Naturschutzgebiete. Und der Staat, der will das nicht mehr. Die Polizei will, dass die Goldgräber verschwinden. Es gab ziemlich viele Razzien in letzter Zeit. Die wollen keine Goldschürfer mehr, weil sie den Wald verwüsten. Es gibt dort keine Tiere mehr, keine Bäume, nur Wüste. Sie hinterlassen nur Wüste und der Regierung passt das nicht. Das Flusswasser in der Region ist inzwischen hochgradig mit Quecksilber vergiftet. Deswegen geht der Staat so rabiat gegen die Goldgräber vor. Einige Kilometer weiter auf der Transozeanica laufen die letzten Vorbereitungen für eine groß angelegte Razzia. Eine Region halb so groß wie Bayern
wurde zum Notstandsgebiet erklärt. Insgesamt 360 Polizisten und Soldaten warten auf ihren Einsatz. Sie werden mit Helikoptern in das Naturschutzgebiet Tambopata geflogen, um die Goldwäscher dort zu vertreiben. Wir haben rechtliche Grundlagen geschaffen, die es uns erlauben, alles zu zerstören, was wir finden. Baggerschiffe, Schürfequipment, alles, was man zum Goldwaschen benötigt, dürfen wir zerstören. Das ist eine Strategie der verbrannten Erde. Vom Rio Malinowski bis zur Transozeanica werden wir alles zerstören, um so die illegalen Goldwäscher aus diesem Gebiet zu vertreiben. Ein tropischer Regenschauer unterbricht die martialischen Vorbereitungen. Die Polizisten flüchten in ein nahegelegenes Straßenrestaurant, betrieben von Goldwäschern. Solange es regnet, herrscht Waffenruhe. Der Reisebus passiert die Straßenkontrollen der Polizei problemlos. Noch ist die Transozeanica frei befahrbar. Das kann sich bei laufenden Razzien schnell ändern. Die Goldsucher blockieren die Transozeanica, wenn die Regierung sie vertreiben will. Dann bauen sie Barrikaden und lassen niemanden mehr durch. Sie verriegeln alles, machen vorne dicht, hinten dicht, bis der Verkehr zum Erliegen kommt. Einmal war ich auf dem Weg von Sao Paulo nach Lima und wir sind 6 Tage stecken geblieben, weil die Goldsucher die Straße blockiert hatten. Sechs Tage saßen wir fest. Der Helikopter der peruanischen Armee fliegt von der Straße aus 15 Kilometer in das Naturschutzgebiet hinein, bis zum Rio Malinowski. Statt Wald und Tieren, nur Sand und mit Quecksilber verseuchte Tümpel. Die Goldwäscher und ihre Familien fliehen mit allem, was sie tragen können, vor der Invasion. Die meisten sind aus den Anden. Die Hoffnung auf Reichtum hat sie hierher gelockt. Als Goldgräber verdienen sie 20 Mal mehr als auf dem Acker. Doch sie leben mit dem Risiko, alles zu verlieren. Sobald sie uns bemerken, flüchten sie in den Wald. Sie wissen ja, dass sie eine Straftat begehen. Dort warten sie dann, bis wir weg sind. Und dann kommen sie wieder und suchen weiter nach Gold. Entweder hier oder anderswo.
Die Umweltzerstörer müssen von Weitem zuschauen, wie nun ihr Besitz zerstört wird. Auch Beamte des Umweltministeriums begleiten den Einsatz. Sie sind unzufrieden mit der Durchführung. Sie können zwar den Schaden dokumentieren, doch niemanden haftbar machen. Debemos haber venido particularmente este opino más temprano. Ich denke, wir hätten früher kommen müssen. So gegen 5:30 Uhr morgens oder so. Da erwischt man sie auch noch bei der Arbeit. Und dann kann man diese Leute auch festnehmen. Haben Sie die ganzen Leute auf den Motorrädern herumfahren sehen? Die könnte man auch festsetzen und die Motorräder in die Luft jagen. Aber jetzt sind sie schon alle weg. Die ganze Zerstörung, die wir hier sehen, werden wir für ein späteres Strafverfahren dokumentieren. Wer wird bestraft? Wie bitte? Wer wird bestraft? Wir haben einen Verhafteten, der ist schon in Inambari. Der Einsatz gegen die Goldwäscher wird wie ein Krieg geführt. Die Armee und die Polizei zerstören alles. Auch die Barackensiedlungen brennen sie später komplett nieder. Wo die Goldwäscher später bleiben, ihr Problem. Für sie gibt es keinen Einsatzplan. Das ist eine schwierige Aufgabe. Schauen Sie sich mal die Ausmaße hier an. Das ist ja nicht alles gestern passiert. Und hier, das kann ich Ihnen auch mit meinen wenigen Kenntnissen in Landwirtschaft sagen, hier wächst in den nächsten 100 Jahren nichts mehr. Die Goldsucher haben bisher mindestens 1500 Quadratkilometer Regenwald zerstört. Das entspricht 2/3 der Fläche Luxemburgs. Die Bäume sind verschwunden, der Boden ist abgetragen, das Wasser ist mit Quecksilber und Öl vergiftet. 50.000 Menschen sind von der Vergiftung betroffen. Sie nehmen Quecksilber vor allem über die Fische der Flüsse auf. Die Polizisten ziehen weiter. Sie wollen in den nächsten Tagen noch etwa 15 Kilometer in den Urwald vorrücken. Sobald sie weg sind, werden die Goldwäscher ihre Baracken neu aufbauen und von vorne anfangen. Mit politischer Unterstützung. Hier in der Provinz Madre de Dios haben wir einen Gouverneur, der zugibt, dass er selbst illegal Gold sucht. Und er gewinnt Wahlen damit. Für uns ist das problematisch. Er muss das Gesetz befolgen wie jeder andere auch. Gerade er als Gouverneur muss die Gesetze befolgen. Das ist ein moralisches Problem für uns. Wir kommen aus Lima hierher und führen hier Razzien durch, um die Goldsucher zu vertreiben. Und das alles in einer Provinz, in der der Gouverneur selbst Anführer der illegalen Goldsucher ist. Die Soldaten und Polizisten werden in den nächsten 3 Tagen 200 Lager zerstören. Mehr als 8000 Goldgräber verlieren ihre Lebensgrundlage und ziehen zu Freunden und Verwandten entlang der Transozeanika. Überfälle und Demonstrationen werden die Region in den nächsten Tagen bestimmen.
Dann ziehen die Goldgräber wieder in den Regenwald, bauen sich neue Häuser und schürfen weiter. Bis zur nächsten Razzia. Der Bus aus Rio de Janeiro passiert die Goldgräbergebiete ohne Zwischenfälle. Jetzt liegen nur noch die Anden zwischen ihnen und dem Ziel der Reise, Lima. Die meisten Passagiere steigen erst dort aus. Das Besondere an der Arbeit als Busfahrer ist, keine Fahrt ist wie die andere. Du lernst ständig neue Leute kennen. Immer wieder sind es neue Leute. Und manchmal, da bringe ich jemanden in ein anderes Land, in dem er sich ein neues Leben aufbauen möchte. Und ich helfe ihm dabei.